Hallo. So, jetzt kommt schöner Auftrag. Mal was anderes. Und zwar, Duomatic Hinterrad. Duomatic Hinterrad zerlegen. Säubern. Die verhakt nämlich wohl irgendwie immer. Keine Ahnung. Werden wir sehen. So, ich baue aus, beziehungsweise erstmal den Vertrag hier. Jetzt geht's los, ich baue aus. Über Kopf. Arbeit, warte, ich hänge das ab. Über Kopf Arbeit. Hallo? Ja? Herr Diet? Was hast du denn? Bin gerade Fahrrad gefahren und habe gebremst und dann ist so rausgekommen. Ich wollte mal fragen, ob man das reparieren kann und wie viel das kosten würde. Kostet 15 € das zu reparieren, aber man kann es reparieren, ja. Okay, dann komme ich noch mal wieder einfach nächste Woche oder so. Und dann noch eine andere Frage. Ja? Ich habe noch so ein altes Holland hat so eine Gazelle, die ist aber eine Nummer kleiner als das hier. Ja. Also ich glaube 26, also ich glaube das ist 28 und das andere 26. Ja. Und das wollte ich mal fragen, ob du da Interesse dran hast. Und ich habe. Hollandrädern habe ich nicht wirklich Interesse. Ah, okay, weil ich suche eigentlich noch, weil ich brauche immer zwei Fahrräder. Ne? Ja. Jetzt habe ich das und das kleine. Und ich hätte eigentlich gerne noch eins, wo vorne so ein Gepäckträger noch drauf ist. Also Ja. auch so wie das, nur ein bisschen stabiler und noch mit einem Gepäckträger. Und ich würde das andere, die Gazelle, halt verkaufen wollen und mir davon dann halt so eins noch mit so einem Ding als Hauptfahrrad. Hast du sowas zufällig? Habe ich gar nicht. Also doch, ich habe ein Lastenrad, aber das ist nagelneu, irgendwie 1.100 €. Aber ich meine auch nicht Lastenrad, ich meine nur einen Gepäckträger hier vorne, Nein, ich habe dass so man hier eine ein, Kiste so draufstellen wie so kann. ein Postrad, ne, mit Ja, vorne, genau, mit so wie. einem Ding. So Ja. was habe ich da, aber 1.100 Oh Euro. nee, das ist echt zu krass. Ne? Das ist ja wirklich alles
neu. Ja, glaube ich dir. Richtig schöne aber Ding. Aber sowas will ich auch nicht, weil ich mag lieber so eine Fahrräder, die nicht geklaut werden, weißt du? Ja, bei dem müsst ihr auch wirklich aufpassen, bei dem anderen. Nee, das wäre mir zu riskant. Nee, das habe ich im Moment nicht. Und könntest du dir vorstellen, dass man das andere Fahrrad sonst hier hinstellt und guckt, ob es verkauft wird? Ich habe zu viele Räder. Im Moment ist es wirklich schwierig, weil ich verkaufe. Ehrlich gesagt, alle 3 Wochen vielleicht mal ein Fahrrad. Okay. Und das von meinen eigenen. Ach, und nee, das ist im Moment wirklich sehr schwierig geworden, Räder zu verkaufen, also so in so einem Laden. Weil viele das auch dann... Ich habe über 200 Räder hier unten. Ich okay, nee, dann versuche ich es über kleinen. Das geht schneller, definitiv. Und wenn du mal so eins siehst mit so einem Ding, kannst du mir bescheiden. Ich habe ja deine Nummer noch hier. Ja, das ist ja cool. Becky. Ja. Und dann komme ich nochmal wegen dieser Bremse. Ich werde es jetzt erstmal mit Gaffertape so machen, dass es nicht so rumschlabbert. Okay. Und dann komme ich nochmal Anfang September. Ja, weil, genau, weil eine Bremse bräuchtest du ja schon. Ich habe ja noch eine Rücktrittbremse. Genau. Fahr vorsichtig. Ja, ja, dann bis dann. Bis dann, ciao, ciao. Eieiei, alle wollen so reden. So, ich baue aus. So, da haben wir das gute Stück. Was habe ich gebraucht? 6 Minuten mit Quatschen. Für den Ausbau ist natürlich Quatsch. Da braucht man nicht so lange. Das liegt nur am Quatschen. Machen wir draußen. Was brauche ich jetzt zum Zerlegen? Zum Zerlegen brauche ich. Hallo. Moin. Hallo. Ich habe einen Platten. Kann ich den bei dir lassen? Ja. Wie lange brauchst du? Ich brauche einen Moment dafür. Ja, lass mal sehen. Ja. Zwischendurch mal oder so. Ja, komm in einer Stunde wieder. Okay. Soll ich einfach hier stehen lassen? Genau. Okay, super. Der kostet 16 Euro, den zu wechseln. Und der Mantel ist aber okay? Das weiß ich nicht. Das finde ich nicht aus. Okay. Mhm. Gut. Ja. Na, komm mal. Dann müssen wir dann. Also schnell noch einen Schlauch wechseln zwischendurch. Oh Mann, oh Mann.
Hallo? Sehr gut. Monsterbike. So. Bitte, bitte. Kein Problem. Da war sie. One. It is cracked. Da, das ist kaputt. Ist hier ohne Klammer, dann kann es nicht funktionieren. Nein.
wenn, dann hinter der Tür. Musst du gucken. Zum Schleifen, zum Schleifen. Polieren nicht. Polieren. Polieren. Schleifen? Ja. Polieren? Nein. Naja, ich weiß, Frotte, ja, ja. Die hab ich nicht. Das hab ich nicht. Ach, Kopie. So, der Ring war hier verschoben, auf alle Fälle. Der war genau andersrum gelegt, warum auch immer. Natürlich dieser Federring hier anstoßen. Dort und dort. Die Klinken können hier arbeiten. Ganze aus. Jetzt ist hier noch kaputt, da müssen wir gucken, ob wir eine Hager finden. Ist leider gerissen. Ansonsten ist jetzt wieder zusammengebaut.
schon mal einer abgemacht hier. Was mache ich jetzt mit den kaputten Rüben? Na, ich werde mal unten schauen, ob ich Ersatz finde. Also zwei Fehler. Einmal die kleine Federring, der war falsch rum aufgesetzt. Einmal ist dieses Teil gebrochen. Das ist definitiv geregelt. Und die Klinken arbeiten jetzt auch wieder. Na, ich hoffe, ich finde so einen Ring. Also ist gleich. Eieiei, in den ganzen Lagern habe ich eins gefunden. Das passt. Geil. Sauber machen und dann einbauen.
Was nur? Hm? Komm weg nach Hause nur. Ach so, okay. Musst du noch ein ganzes Stück weiter. Ah, okay, danke. Ja, brauchst nochmal 30. Ja, hast du Roller da? So, alles wieder zusammen. Kann ich nicht überreden, dass du morgen mit mir rausfährst, ne? Ist keine Zeit, ne? Fein, du. Ey, ich bin froh, wenn ich einen Tag habe, so. Okay. Ich weiß noch nicht mal, wann ich das machen soll, mir was anzugucken für die Chef. Weißt du, müsste ich auch was. Und das habe ich dich auch schon gefragt, ne? Ob du so jemanden kennst, der so Kosten einschätzen kann, so das Grundschutzwert, sowas ist? Ja, aber das kenne ich keinen. Du kennst keinen, ne? Nee. Aber da gibt es ja Bodenrichtwerte und so. Und du musst einfach die Abrisskosten gegenrechnen von dem Haus. Ja, gut, aber. Also der letzte Typ, mit dem ich jetzt da war, der meinte, der hat auch eigentlich relativ ein bisschen Ahnung von ist. Und der meinte, ey, eigentlich kannst du froh sein, dass der Typ keinen Gutachter dahin geschickt hat. Weil mit der, die Lage wird auch noch mit einberechnet. Und das ist halt so, das ist ein Ding, das bemisst sich auch nicht einfach an dem Quadratmeterpreis. Was für eine Lage? Ja, ja. Alter, ey, Töpschin. Na, ja, der sagt, das Gebiet ist voll. Die Leute ziehen da gerne hin. Das ist noch Speckgürtel Berlin. Ist. Dann musst du aber auch einen Job haben von zu Hause aus. Naja, 40 Minuten, ne? Nein, ich meine, einen Job haben, dass du von zu Hause aus arbeitest, wenn du da wohnen willst. Also, das ist kein Wohngebiet da. Ja? Nee, das nicht, aber generell die Gegend. Also er meinte, das ist so, das ist jetzt nicht so, dass das ein komplett toter Landstrich wäre oder so. Aber ich weiß nicht. Ja, ich lasse mir jetzt erstmal, ich heute Morgen mit dem Vogel telefonieren. Hast du eine Zusage bekommen? Grüß dich. Ja. Ja? Gerne wollen die ihren Vorschlag prüfen. Ah! Naja, du musst noch mal 8 Wochen warten. Aber ich bin nicht raus. Nee. Was machst du? Ich habe ein Kinderbuch gemacht. Ah, echt? Ja, und die wollen sich das jetzt gerne mal angucken. Also ich hab ein paar Seiten reingelegt. Man macht ja nicht komplett das Ganze, sondern ein paar Sachen. Und ja, aber du hast es ja gar nicht fertig. Na, sie schreiben, sollten sie in den nächsten 8 Wochen keine Antwort geben. Aber ich habe ein bisschen Zeit. Ja, die wollen sich jetzt das Ganze angucken. Oh gut. Ja. Welcher Verlag ist das? Herder. Okay. Herder. Oh gut. Das ist mein. Ich habe jetzt eine Absage gekriegt und das ist mein zweiter Buch. Ey, Kinderbuch. Ich habe einen Bekannten, der auch viele Kinder, der hat dieses Cowboy Klaus. Kennst du das? Nee.
Das hat ja illustriert, ja, das ist so ein krass hart umkämpfter Markt. Ja, ist es auch. Das ist echt schwierig, da überhaupt reinzukommen. Es gibt anscheinend so ein paar Schreiber, die relativ etabliert sind, und ein paar Illustratoren, und dann gibt es ja immer unterschiedliche Kombinationen. Nee, ich male halt, also okay. Ein Lederbuch ist das. Okay, du malst, okay. Wenn man das ist irgendwie... Ist schwer, das stimmt. Ist sehr, sehr schwer. Gerade, ich habe ja auch gar keine Ausbildung da drin, aber ich male schon immer, und Tommy ist mein größter Fan. Der sagt schon seit weiß ich wie vielen Jahren zu mir, mach das doch endlich mal, du kannst das doch. Ja, jetzt habe ich im Februar angefangen und jetzt vor 2 Wochen meine Bewerbung dann auch fertig. Ich glaube, ich müsste erstmal ein Buch überhaupt machen. Mhm. Und ja, ist der zweite Buch dann schon. Hast du Frage? Interesse. Ich drücke dir den Daumen. I need to fix the height of the seat. Ja. Is it high? Is it possible to make it lower? Not really. No? A little bit only. So, jetzt haben wir es wieder zusammengebaut. Ich hab's noch nicht mal aufgenommen, wie ich es jetzt zusammengebaut habe. Oh Gott. Ich hab ein Lager gefunden. Nur wirklich wissen muss. Na gut, wir gucken mal. Gut. Das war das.